bin's wieder, eure Leseratte. Heute möchte ich auch mit meinen Ratten nicht geizen, denn das Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist von Edgar Rey. Für mich ist dieser Autor einer der besten deutschen Schriftsteller, die wir haben. Das Buch, was ich vorstellen möchte, heißt Sonnenwende. Und alles dreht sich um Tom, der seit 8 Jahren in einer Beziehung mit Helen steckt und ihr auch immer treu war. Deshalb gilt er in Freundeskreisen auch als Spießer. Sein Kumpel Wladimir versucht ihm immer das Fremdgehen schmackhaft zu machen, denn er ist eher haltlos, beziehungsunfähig und immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. Während Tom seine Probleme in der Beziehung zu lösen versucht, indem er sich an einem anderen femininen Leib verköstigt, lernt Wladimir eine Lady in Red kennen und diese Frau stellt sein Leben komplett auf den Kopf. Auch Ada, Wladimirs Nachbarin, bildet in diesem Roman einen sehr tragischen, faszinierenden Charakter, aber liest selbst. Sein erstes Buch, Nächster Sommer, war im vergangenen Jahr mein absolutes Lieblingsbuch. Und auch wenn dieser Roman emotional nicht ganz an den Plot von Nächsten Sommer ranreicht, vergebe ich insgesamt 1, 2, 3, 4 von 5 möglichen Leseratten. Viel Spaß, eure Leseratte. Tschüss!